Sommer 2018. 8000 Kilometer von Deutschland entfernt in Simbabwe bin ich auf einem einmonatigen Roadtrip zusammen mit Eva, Iria und Kenny. Alles läuft gut, aber dann bleiben wir mit rauchendem Motor irgendwo in der Pampa liegen. Das ist die Geschichte, wie es dazu kam und was danach passiert ist. Ich habe es geschafft, am Tag der Abreise krank zu werden. Mit Halsschmerzen und Fieber habe ich mich auf den Weg gemacht, eine 20-stündige Reise mit 3 Flügen anzutreten. Ich war mir echt unsicher, ob diese Reise eine gute Idee war. Es war eine relativ spontane Entscheidung ein paar Wochen vorher und ich wusste nicht so richtig, worauf ich mich da eingelassen hatte. Aber ich war bereit, es herauszufinden. Endlich! Eva fühlt schon richtig. Just checking if we are all set to go. Zunächst haben wir einige Einkäufe und Vorbereitungen für den ersten Teil unseres Trips gemacht. Fester in Berlin lernst du chillen im 100. Semester. Das ist Berlin. Wenn man sich schnell macht, auch was ist nicht, ist Berlin. Um 3 Uhr am nächsten Morgen haben wir uns dann auf den Weg gemacht und der Plan war es, in 12 Stunden in Mosambik am Strand zu sein. Aber schon der Weg zur Grenze dauerte deutlich länger als erwartet. Als Europäer war es dann auch sehr ungewohnt, dass man an der Grenze zu einem Nachbarland auf beiden Seiten so intensiv kontrolliert wurde. Über teils sehr holprige Straßen ging es weiter und nachdem wir uns mehrfach verfahren hatten und an mehreren Kontrollen Getränke und Geld gelassen hatten, war klar, dass es noch deutlich länger dauern wird als erwartet. Ich filme. Oh. Schnell, schnell, Foto, Foto. Letztlich sind wir noch bis in die Nacht hinein weitergefahren und nach ziemlich genau 24 Stunden Autofahrt fix und fertig an unserer Unterkunft angekommen. Die nächsten 5 Tage in Mosambik waren eine wunderschöne Zeit. Wir haben zusammen gekocht, gegessen, gespielt und geschwommen. Aber ich habe mir auch Zeit für mich genommen, meditiert, gelesen und geschrieben. Oh, es ist kalt. Oh, der Dorf gesehen. Hallo, was machst du denn hier? Hast du das Essen gerochen? Oh, jetzt machst du es dir gemütlich bei uns. Oh nein! Du bist jetzt hier drin? Ja, hat sich einfach hingelegt. So geht das aber nicht. Ich hab dir gesagt, du musst draußen bleiben. Oh mein Gott, hier kann man aber auch nichts Böses sagen. Außerdem waren wir auf einem sehr schönen Ausritt, bei dem wir die Umgebung gesehen und eine kleine Führung bekommen haben. Und es gab sehr, sehr süße Hunde. Die Rückfahrt nach Harare hat dann nur 12 Stunden gedauert. Wir haben ein paar Tage Pause gemacht, Junior, den Neffen von Kenny, eingepackt und uns dann an den Hauptteil unseres Roadtrips gemacht. Auf dem Weg zum Nationalpark im Norden von Simbabwe haben wir uns dann mit Lebensmitteln eingedeckt, dachten uns nichts Böses und hatten schon 2 Drittel der Strecke hinter uns, als es passiert ist. Oh, that smell. Is it broken or is it burning? Irgendein Riemen ist durch. Keine Chance, so weiterzufahren. Scheiße. I think Fendi oder Dambu oder so.
Während Kenny per Anhalter in die nächstgelegene Stadt fährt, um Hilfe zu holen, stellen wir uns darauf ein, die nächsten Stunden totzuschlagen und machen das Naheliegende. Ein Musikvideo. Nachdem wir eine halbe Stunde rumgetanzt haben, haben wir noch fast 4 Stunden in der Mittagssonne gewartet, bis Kenny mit Hilfe zurückgekommen ist. Leider hat sich dann herausgestellt, dass man das Teil nicht einfach ersetzen kann, sondern dass es noch ein anderes Problem gibt. Hast du alles? Man könnte sagen, wir hatten viel Glück im Unglück, denn Kenny hatte zufällig Bekannte, die gerade in dieselbe Richtung unterwegs waren. Und sie haben uns bis zum Nationalpark mitgenommen. Kenny dagegen hat sich geopfert und ist über Nacht beim Auto geblieben, bis es dann am nächsten Morgen repariert werden konnte. I was gonna ask you what you think of Zimbabwe, but because the car broke down, I'm wondering if I should still do that. Nachdem Kenny dann am nächsten Morgen wiederkam, haben wir den ersten Trip durch den Park gemacht. Das war eine richtig coole Erfahrung und wir haben so viele beeindruckende Tiere gesehen. Ich hätte wahrscheinlich genug Material für meine eigene Naturdoku. Unsere vorletzte Station waren die Victoria Falls an der Grenze zu Sambia. Und oh mein Gott, waren die beeindruckend. Ich meine, ihr seht's selbst, aber wenn man dort steht, ist es nochmal was ganz anderes. Als abschließende Station haben wir dann noch Kennys Familie in seinem Heimatdorf besucht und dort die letzten Tage unserer Reise das Landleben kennengelernt. Das war das Ende unseres Roadtrips. Und mit einem Haufen toller Erinnerungen im Gepäck ging es dann 25 Stunden zurück nach Deutschland. Das war wirklich eine Reise, die ich nicht so schnell vergessen werde. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wohin eure bisher schönste Reise ging und wo ihr unbedingt noch hinreisen wollt.